Das folgende Video gibt Ihnen einen Einblick in Rogers Überlegungen zu Zielen und Inhalten des Lehrens und Lernens. Rogers denkt Bildung und Therapie vor allem in Bezug auf die Zielformulierung als identisch. Sowohl das Ziel der Therapie als auch das Ziel der Bildung ist die sich verwirklichende und voll handlungsfähige Person. Menschen, die im Zuge der Therapie oder der Bildung eine optimale Erfahrung persönlichen Wachstums gemacht haben, also ausreichend therapiert bzw. gebildet sind, werden zu sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Personen. Der gebildete Mensch als sich verwirklichende und voll handlungsfähige Person ist damit Rogers allgemeines Bildungsziel. Merkmale dieser Person wären nun, dass diese Person erstens aufgeschlossen gegenüber ihrer Erfahrung ist und somit Fakten akzeptieren kann. Das ist der polare Gegensatz zu einer defensiven Haltung. Die Offenheit bedeutet also, dass Erfahren trotz der fehlenden Übereinstimmung mit der Selbststruktur angenommen werden kann. Das heißt aber nicht, dass alle Erfahrungen positiv gesehen werden und dass Kritik an Gesellschaftsverhalten nicht mehr möglich ist, sondern lediglich, dass die Struktur des Selbst keinen Filter bzw. Mauer in Bezug auf die Annahme von Erfahrungen bildet und so Realitätsverzerrung vorbeugt. Diese Offenheit führt dazu, Vorurteile zu verhindern und die eigenen Gefühle zu spüren und zu akzeptieren. Die Person würde existenziell leben, also im Fluss sein bzw. am Prozess der Seinserfahrung teilhaben können, aber nicht versuchen, diesen Prozess zu kontrollieren. Ein im Augenblick leben wäre eine Eigenschaft dieser Person und sie würde die Starrheit und zwanghafte Durchstrukturierung von Erfahrung vermeiden können. Damit kann die Person maximale Flexibilität und Spontaneität an den Tag legen. Die einzigen unveränderlichen Elemente wären die physiologischen Fähigkeiten und Grenzen des Organismus und die ständigen oder wiederkehrenden Bedürfnisse. Drittens, die Person würde zusätzlich ihren Organismus als vertrauenswürdiges Mittel betrachten, um in jeder Lebenssituation das für die Person passende Verhalten zu entwickeln. Die Person wäre durch die Offenheit gegenüber Erfahrung und durch ihr existenzielles Dasein dazu fähig, sowohl die dynamischen Aspekte jeder Situation sowie die komplexen und oftmals widerstreitenden eigenen Bedürfnisse als auch deren jeweilige Intensität und Bedeutung in einer Weise in Erwägung zu ziehen. Als Folge kann sie die Handlung setzen, die am meisten Befriedigung mit sich bringt und kreativ die eigenen Probleme löst. Die Ausführungen legen auf den ersten Blick vielleicht nahe, dass diese Person diese Prozesse bewusst und im Sinne eines rationalen Abwägens vornimmt. Die Person nutzt die Offenheit für Erfahrung zwar, um die existenzielle Situation rational zu erschließen und zu bewerten, aber sie berücksichtigt, dass sein Gesamtorganismus vielleicht klüger sein mag als das Bewusstsein. Sie lässt also den gesamten Organismus in all seiner Komplexität funktionieren und vertraut ihrem Organismus, nicht weil er unfehlbar ist, sondern weil er den Auswirkungen jeder seiner Aktionen vollkommen offen gegenübersteht und sie berichtigen kann, wenn sie ihn nicht befriedigen. So ist diese Persönlichkeit in der Lage, alle ihre Gefühle zu erleben, statt Angst vor den eigenen Emotionen zu haben. Sie bestimmt sich selbst, ist aber für alle Erfahrungen offen und ist damit ganz damit beschäftigt, sie selbst zu sein und zu werden und entdeckt dabei, dass sie ein psychisch gesunder, wirklicher, sozialer Mensch ist. Sie lebt vollkommen für den Augenblick, aber lernt, dass das Vernünftigste für ihr Leben ist. Die Person muss sich dazu selbst vollständig durchschauen. Sie muss sich selbst gegenüber voll transparent sein. Diese Selbsttransparenz wird in jeder Lebenssituation notwendig, um den gesamten Organismus im Sinne der eigenen Bedürfnisse funktionieren zu lassen. Diese Selbsttransparenz ist im bildungstheoretischen Diskurs, zumindest in den letzten 20 Jahren, sehr stark in die Kritik geraten. Selbsttransparenz wird heute als Negativfolie einer neuzeitlichen Bildungstheorie vorgestellt. Aus einer psychoanalytischen Sichtweise heraus, die das Verhalten teilweise vom Unbewussten bestimmt sieht, ist eine vollkommene Selbsttransparenz nicht möglich. Die Idee von unter anderem Kant und Humboldt, in der die Vorstellung der Möglichkeit von Selbsttransparenz wenig plausibel ist, da allein die Grenzen der Sprache und auch die Grenzen der Möglichkeit der Bewusstmachung von Unbewusstem ziehen, ist ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Möglichkeit zur Selbsttransparenz das vollständige Durchschauen des Prozesses der Menschwerdung voraussetzt. Dass der Prozess der Menschwerdung nicht durchgehend erschlossen ist,
zeigt zum Beispiel die Herausforderung im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Wenn wir die Prozesse der Menschwerdung vollkommen durchschaut hätten, könnten wir diesen Prozess in einem Computer reproduzieren und so Computer zum Menschen werden lassen. In Bezug auf Bildungsinhalte geht Rogers zwar davon aus, dass es curriculare Vorgaben gibt, jedoch werden diese von den Lernenden selbst festgesetzt. Hier steht der Lernende natürlich auch vor der Entscheidung, sie entweder den persönlichen Interessen zu widmen oder doch gesellschaftlichen Zwängen zu huldigen, indem der Lernende zum Beispiel das Curriculum so zusammenstellt, dass sich die vermutlich besten Berufschancen ergeben. Rogers Zielrichtung setzt eine theoretisch optimale Erfahrung voraus. Diese Erfahrung kann in einer klientenzentrierten Therapie oder aus anderen Lern- und Wachstumserfahrungen gemacht werden. Nach dieser Erfahrung wird der Mensch zur sich verwirklichenden und voll handlungsfähigen Person. Diese Person ist von Offenheit gegenüber ihren Erfahrungen, von einem existenziellen Leben im Sinne von im Moment leben können und von Vertrauen in den eigenen Organismus geprägt. In Bezug auf Bildungsinhalte wendet Rogers den klassischen Standpunkt der Vorgabe von curricularen Inhalten durch Bildungsinstitutionen und schlägt vor, dass Lernende selbst ihre eigenen Curricula bauen sollen und damit die eigenen Interessen in den Vordergrund rücken können. Sie haben gesehen, dass sich in Rogers Denken zu Bildungszielen und Bildungsinhalten seine subjektorientierte Theorie widerspiegelt. Die Person als allgemeines Bildungsziel ist von besonderen Merkmalen geprägt, die jedoch nicht gesellschaftlichen Notwendigkeiten dienen sollen, sondern die Person selbst befähigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Zu Bildungsinhalten meint Rogers auch, dass sie vom Subjekt, also vom Lernenden selbst, je nach persönlichen Interessen ausgewählt werden sollen, sodass die Möglichkeit zu bedeutungsvollem Lernen besteht.